Vielen Dank, Frau Tüchsen. Vielen Dank für die Einladung, Frau Hase und Frau Tüchsen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein solcher Alien, habe ich gerade festgestellt. Ich bin ja Ökonom und bin eigentlich auch außer über Schulbiologie und außer, dass ich vielleicht an einer Forschungseinrichtung arbeite, wo es um Umweltforschung geht, gar nicht so nah an diesen Dingen, die gerade beschrieben wurden. Und ich will Ihnen klar machen in meinem Vortrag, dass das trotzdem, obwohl das ein scheinbarer Widerspruch ist, Sinn machen kann und möchte Ihnen dazu eine Studie vorstellen, mit der wir zu tun hatten oder und haben, die TEEB-Studie. TEEB. Darf ich mal um ein Handzeichen bitten, wer davon schon mal gehört hat? Eine Person. Darf ich weiterfragen? Hat von Ihnen schon mal jemand vom Stern-Report gehört in der Klimapolitik? Handzeichen. Einige haben das gehört. 4, 5 oder 6 waren es. Also, das möchte ich Ihnen vorstellen. Ich werde gleich auch erklären, was das ist und worum es geht. Und was die Ökonomie hiermit zu tun hat, das möchte ich Ihnen deutlich machen. Wenn man die Geschichte über die TEEB-Studie beginnt, sollte man tatsächlich über den Stern-Report sprechen. Dieser Stern-Report, den jetzt 5 oder 6 von Ihnen kannten, das war ein Bericht im Klimabereich. Der wurde in Auftrag gegeben von der englischen Regierung im Jahre 2006. Und da kam man auf die Idee zu sagen, lasst uns doch mal schauen, was passiert, wenn wir im Klimabereich handeln und wenn wir nicht handeln. Was sind die Schäden, die auftreten bis zum Jahre 2100? Und was kostet es uns, wenn wir handeln? Dieser Bericht, der im Übrigen dann zu dem Ergebnis kam, dass wir, wenn wir handeln, jetzt anfangen zu handeln im Klimabereich, können wir mit moderaten Kosten erhebliche Einsparungen in der Zukunft tätigen. Dieser Bericht hat erhebliche Aufmerksamkeit in den Jahren 2006, 2007 in der Klimadiskussion erlangt. So, jetzt gab es ein Umweltministertreffen in Potsdam, nicht weit von hier. Und die Umweltminister und insbesondere der damalige Umweltminister, der deutsche Umweltminister Sigmar Gabriel und der EU-Umweltminister, die machten sich klar, das zweite dringende Problem neben dem Klimawandel ist der Verlust von Biodiversität. Und das Problem ist ähnlich dringend, aber es wird kaum wahrgenommen. Wie schön wäre es, wenn wir in ähnlicher Weise wie in der Klimapolitik mit dem Stern-Report einen Bericht bekämen, der uns zeigt, wie bedeutsam unter einer ökonomischen Sicht der Verlust, wie bedeutsam oder wie schlimm der Verlust von Biodiversität ist. Das war der Ausgangspunkt. Und Herr Gabriel und Herr Dimas von der EU-Kommission wollten natürlich am liebsten schöne Zahlen haben, die sagen, so und so viele Milliarden Euro gehen verloren. So einfach ist das nicht mit diesen Zahlen, das werde ich Ihnen gleich sagen. Aber das ist der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Und TEEB steht dann auch für The Economics of Ecosystem and Biodiversity, also die Ökonomie der Ökosysteme und der Biodiversität. Und diese Studie wurde durchgeführt in den Jahren 2008 bis 2010, 2011 eine internationale Studie, wo man also versucht hat, hier zu bestimmten Ergebnissen zu gelangen. Das ist hier mein Gegenstand, das ist eine ganz andere Perspektive auf die Biodiversität und die Ökosystemleistungen als die, die gerade vorgestellt wurde. Und ich möchte Ihnen einiges dazu andeuten. Diese TEEB-Studie war kein Forschungsvorhaben im üblichen Sinne. Da wurde nicht neu etwas erforscht, sondern da ging es um die Kollegen, die wir vorhin auch schon mal hatten, die Jäger und Sammler. Da ging es nämlich darum, zusammenzutragen, was gibt es an Beispielen, wo eine ökonomische Inwertsetzung von Ökosystemen stattgefunden hat. Das heißt, es ist eine Studie in Auftrag gegeben von den Vereinten Nationen, koordiniert am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, da wo ich also herkomme, aus Leipzig. Und man hat im Wesentlichen zahlreiche über 500 Beiträge gesammelt aus den Wissenschaften, aus der Praxis. Und diese Beispiele sollen belegen und aufzeigen, wo eine Inwertsetzung von Natur, von Ökosystemleistungen, von Leistungen der Natur stattgefunden hat. Und diese Beispiele sollen aufzeigen, wo dies erfolgreich war.
Wenn Sie so wollen, geht es hier eigentlich um Belehrung und Bekehrung. Es sollen nicht die Gläubigen belehrt werden, also die Natur, hier die Kollegen wie Herrn Schneider, um die geht es gar nicht. Die wissen um den Wert von Natur und Naturvermögen, sondern es geht darum, die Ungläubigen, die nicht wissen, was Natur bedeutet, anzusprechen. Ihnen klarzumachen, dass es hier um Werte geht, um Naturkapital geht, das verloren geht. Und diese Sprache ist die ökonomische Sprache. Wir alle gehen im ökonomischen Alltag damit um. Uns ist völlig klar, wenn irgendwo Preise sind, dass etwas wertvoll ist und wir vertauschen den Preis mit dem Wert, was nicht richtig ist. Und dort, wo es keine Preise gibt und bei der Natur gibt es keine Preise, handeln wir nicht entsprechend. Wir sind nicht mehr sorgsam, weil es ja scheinbar wertlos ist. Und der Gedanke ist, hier anzusetzen und eine Inwertsetzung vorzunehmen im breitesten Sinne und Beispiele zusammenzutragen, wo dies stattgefunden hat. Also TEEP, diese Studie ist kein Forschungsprojekt, sondern eine Synthese vorhandenen Wissens, eine gezielte Aufbereitung für Nutzergruppen. Und es geht um eine Sache, die heißt Mainstreaming im Englischen. Im Deutschen ist das gar nicht leicht zu übersetzen. Eigentlich sozusagen jenseits des Naturschutzes in andere Bereiche der Politik und Gesellschaft hineintragen, heißt das. Also Entscheidungsträger in einer Kommune beispielsweise weisen Flächen aus für Neubaugebiete. Mit diesem Flächenausweis gehen auch bestimmte Aspekte verloren. Es geht Natur verloren, es gehen Frischluftschneisen verloren, es geht Artenvielfalt verloren. Und dieses soll sichtbar und deutlich gemacht werden, dass das auch Werte sind, die oftmals keinen Preis haben und im Grundstücksverkauf oft nicht kapitalisiert werden, dass die aber bedeutsam sind. Und so gesehen entstanden international mehrere Produkte, solche Berichte, die sehen alle sehr ähnlich aus. Und diese Berichte wurden adressatenbezogen aufbereitet. Das heißt, man hat versucht, sie in einer Weise zu adressieren, vom Problem her, von der Sprache her, dass sie verstanden werden. Es gibt also einen für den Business-Bereich, also für den Unternehmensbereich, einen solchen Bericht, für lokale Entscheidungsträger, regionale Entscheidungsträger, für die nationalen und internationalen Entscheidungsträger. Es gibt auch übrigens einen, auf dem Netz allerdings nur, einen TEEP for Citizens, also für Bürger. Das ist die Idee. Die Rezeption dieser ganzen Geschichte war gewaltig. Man hat vielleicht nicht so viel Bekanntheit erlangt, deshalb war gerade das Handzeigen fast repräsentativ, wie im Klimabereich. Aber es wurde doch einiges erreicht. Also, man hat es bis in den Spiegel gebracht, hier, der Preis des Lebens, in den internationalen Journalen, Times Online, The Economist, im Handelsblatt, in Reuters und in anderen Veröffentlichungen wurde das Thema sichtbar. Auf der politischen Agenda hat dieser Gedanke eine große Rolle gespielt bei den Verhandlungen über ein Biodiversitätsabkommen in Nagoya im letzten Jahr. Und auch in Europa spielen diese Überlegungen in der Biodiversitätspolitik im Moment eine große Rolle. Das Thema ist also auch unter einer solchen ökonomischen Sicht durchaus angekommen. Was heißt jetzt hier ökonomische Bewertung? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist für die meisten von Ihnen, vermute ich mal, ganz abstrakt. Und der Punkt ist der, dass wenn wir etwas ökonomisch bewerten, dann gehen wir Ökonomen aus von Leistungen, von Ökosystemleistungen für den Menschen. Aus ökonomischer Sicht ist nur das etwas von Wert, was uns irgendeine Leistung erbringt. Das ist eine ganz gewichtige Einschränkung, das müssen Sie sich klar machen. Das heißt also, Natur ist uns insofern etwas wert, wie sie uns direkt oder auch indirekt Leistungen erbringt. Also eine Insel wie Madagaskar wäre wertlos, wenn irgendwie nicht Menschen davon profitieren, also die Vielfalt auf dieser Insel. Das ist eine ganz starke Eingrenzung, dass man sich auf Ökosystemleistungen bezieht und ein anthropozentrisches Weltbild verfolgt. Also es wird immer nur eine Untergrenze von Werten erfasst durch einen solchen ökonomischen Ansatz.
Und wie kann man sich das nun vorstellen? Was sind diese Ökosystemleistungen? Und hier hat sich eigentlich aus dem Bereich der Ökologie und der Biologie in den letzten Jahren herausgebildet, dass man vier Arten von Leistungen unterscheidet, nämlich Versorgungsleistungen, nicht produzierte, hergestellte Güter, vor allem Nahrungsmittel, regulative Leistungen, die Regulierung des Wasserkreislaufes durch die Natur, die Selbstreinigungsfähigkeit der Natur sind Regulierungsleistungen, kulturelle Leistungen werden berücksichtigt und sogenannte Basisleistungen, also zum Beispiel Photosynthese, Bodenbildung, Nährstoffkreisläufe, die sehr indirekt für den Menschen wirken. Also bei den, wenn ich nach den Leistungen für den Menschen frage, sind natürlich die Versorgungsleistungen, die Regulierungsleistungen, die kulturellen Leistungen sehr viel direkter einen Nutzen, stellen sehr viel direkter einen Nutzen für den Menschen dar als etwa diese Basisleistungen. So, und jetzt ist das so ein Problem mit diesen Werten. Denn Werte sind eigentlich immer subjektiv. Ich habe im letzten Jahr ein sehr interessantes Radiogespräch mal geführt. Das ging über eine Stunde mit dem Schweizerischen Rundfunk. Und auf der anderen Seite zugeschaltet war ein Mensch aus Zürich, ein Ökologe, Peter Dürli hieß er. Und der sagte zu mir, also indirekt jetzt in der Sendung, Natur ist für mich Heimat. Und Natur ist für mich wie ein Gemälde von Hölderl und anderen. Und für mich ist Natur, hat keinen Wert in Preisen, sondern es ist ein subjektiver Wert für mich. Und da habe ich gesagt, ja, Sie haben recht. Werte sind immer subjektiv. Wenn wir hier im Raume fragen, wie viel ist Ihnen Natur wert, kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse zustande. Herr Schneider wird beispielsweise allein schon aufgrund seines Wissens ganz andere Werte angeben, als wir es vielleicht, hier, wir, Aliens, ich meine mich zumindest, es vielleicht tun. Ja? Und das ist erstmal, das muss man berücksichtigen, Werte sind subjektiv eigentlich. Sie sind kontextabhängig. Unterschiedliche Gesellschaften haben unterschiedliche Werte. Die Soziologen sprechen hier sehr gerne von einem sozialen Konstrukt. Das ist ein fürchterlicher Ausdruck, aber es stimmt. Werte werden konstruiert durch unsere Sozialisation, durch unsere Bildung, durch das, was wir aufnehmen, erfahren im Leben. So, und der schwierige Punkt ist, die Art, wie wir Werte ausdrücken, prägt unseren Umgang mit ihnen. Das ist der Punkt, den ich am Anfang ja schon angedeutet habe. Dort, wo wir einen Preis, einen Wert zum Ausdruck bringen, gehen wir sorgfältiger mit den Dingen um. Dort, wo wir solche Werte nicht haben, sind wir weniger sorgfältig. Und man muss also zunächst einmal anerkennen, dass es eine Vielzahl von Werten gibt, nicht den einen Wert an sich. Deshalb, das Hauptmissverständnis, wenn ich Vorträge wie hier halte, ist, wir kleben Preisschilder an Bäume oder an einen Wald. Nichts liegt uns ferner als das. Ein Preisschild wäre ein einheitlicher Wert, der überall gilt. Aber ein Wald in der Stadt Berlin ist anders als ein Wald in Brandenburg. Er hat andere Funktionen, andere Leistungen für den Menschen. Das meinen wir mit kontextabhängig. Und so müssen wir auch Werte erfassen und mit Werte umgehen. In dem TEAP-Ansatz hat man deshalb einen sehr breiten Ansatz von Werten gewählt. Man spricht von dem Anerkennen von Werten. Da wird gesagt, eine Eigenschaft, die viele Gesellschaften haben. Wenn wir in Deutschland Naturschutzgebiete ausweisen, heißt das, dass wir dort bestimmte Werte anerkennen. Das ist eine implizite Anerkennung von Werten. Man spricht von dem Aufzeigen von Werten. Da gibt es bestimmte Ansätze, wie man Werte sichtbar machen kann. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Und man spricht davon, vom Integrieren von Werten in Entscheidungen, also in politischen Entscheidungen. Das heißt, dieses Verständnis von Werten, was dieser Studie zugrunde liegt, ist ein denkbar breites. Ich will Ihnen einige Beispiele mal für Ihre Wertsetzung geben, damit Sie ein Gefühl bekommen, was hier drunter gefasst werden kann. Das ist in Wertsetzung. Dieses hier ist in Wertsetzung. Das sind nämlich im Wesentlichen Produkte, die auf Bestäubungsleistungen beruhen. Ohne Bestäubung gibt es einen Teil dieser Produkte nicht mehr. Das heißt, wir haben Werte, die aus dem Bienenschutz resultieren. Wir haben ökonomische Argumente für Bienenschutz. Und ich sagte, ich beziehe mich auf andere Studien. Wir haben nicht selber Studien entwickelt, sondern wir haben zusammengetragen. Also, ein Bienenstock in der Schweiz bringt jährlich 255 Schweizer Franken für Honig,
aber 1260 Schweizer Franken durch die Bestäubung. Der globale Wert der Bestäubung durch Insekten in der Landwirtschaft betrug in einem Jahr 2005 153 Milliarden Euro. Es kommt überhaupt nicht auf die Zahl jetzt an. Da kommt es nicht drauf an, ob das 120 oder 180 oder 150 Milliarden Euro sind. Es kommt darauf an, dass wir erkennen, dass hier Werte entstehen. Und hier sind wir sehr stolz drauf, denn hier steht Bienen an der Börse. Das heißt, hier sind wir an einer Stelle angekommen. Hier steht ein Artikel in der Börsenzeitung, nicht in der Zeitschrift der Naturschützer Berlins oder Brandenburgs, in der Börsenzeitung, die über den Wert der Bestäubung. Und die Warenterminbörsen, im Wesentlichen sind das amerikanische Börsen, haben darauf reagiert. Vor ein oder zwei Jahren gab es einen dramatischen Bienenrückgang in den USA. Die Warenterminbörsen haben darauf reagiert. Das heißt, dieses Wissen ist jetzt angekommen, jedenfalls bei diesem Beispiel, angekommen bei Entscheidungsträgern, die sonst gar nichts mit Naturschutz zu tun haben. Ja? Ein weiteres Beispiel, das kann man vielleicht nicht sehr gut erkennen, aber die Fischbestände. Hier sind nach oben abgetragen die Zahl der Flotten, also die Schiffe für Fischfang. Und nach unten abgetragen sind hier die Fänge pro Schiff, pro Einheit. Man sieht also, im Schnitt ist der Fischfang in den letzten Jahren in etwa konstant geblieben, aber obwohl die Flotten massiv ausgeweitet wurden, hat sich durch die geringere Fangquote pro Schiff jedenfalls keine Steigerung insgesamt ergeben. Ja? Die Weltbank schätzte, dass die Nettoverluste aus der Fischerei, die Nettoverluste, also Gewinne minus Verluste, aus der Fischerei etwa 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr betragen. Hier ist folgendes Beispiel interessant. Dieses ist ein Schutzgebiet in den USA, für ein Schutzgebiet, und 73% des US-Schellfangs, 73% liegen direkt in der Nähe dieses Schutzgebietes. Es zeigt, es lohnt sich, Schutzgebiete auszuweisen. Es lohnt sich auch ökonomisch, hier am Beispiel des Fischfangs. Aber Schutzgebiete sind nicht alles. Ich rede nicht nur über Schutzgebiete. Ich habe das Zitat hier leider nur in Englisch. Wir sollten uns nicht, unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Schutzgebiete konzentrieren. Wenn wir das tun, bleiben wir mit einem Flickenteppich zurück. Dieser Kilt, das ist eigentlich in den USA der gesteppte, die Decke, die Oma stickt, die Großeltern sticken, wenn die Tochter, das Enkelkind heiratet beispielsweise. Und das sind so zusammengesetzte Flickenteilchen. Das ist der Kilt. Ja? Also wenn wir uns auf die Naturschutzgebiete beziehen allein, haben wir einen Flickenteppich. Ja? Wir haben sozusagen Orte der Natur in einer Wüste der Zerstörung. Das hat der Barroso mal gesagt. Und das trifft es also zu. Wir müssen also jenseits von den Naturschutzgebieten auf andere Bereiche schauen. Und hier ist ein sehr schönes. Die Stadt Dorsten in Nordrhein-Westfalen hat uns einen Riesengefallen getan. Sie hat nämlich versucht, ihre Stadt in Wert zu setzen. Und die Stadt Dorsten ist demnach wert, jetzt muss ich wieder aufpassen, 697.998.328,88 €. Sehr schön. So, und dann haben sie das Kanalnetz, die Straßen, die Schulen, andere öffentliche Bauten, Grundstücke für Infrastruktur, alles schön aufgelistet. Und den Gefallen, den sie jetzt mir getan haben, Natur und Grün, nichts. Nicht aufgelistet. Keine Inwertsetzung. Ja? Und dabei wissen wir, und das war ja auch gerade Teil des Vortrages von Herrn Schneider, dass Natur und Grün in der Stadt, gerade in der Stadt, weil die Menschen besonders nah dran sind, Werte hat. Dieses ist ein Beispiel, das ist jetzt schematisch dargelegt, über Mietpreise. Über Mietpreise. Und wenn wir fragen, was ist der Wert der Natur, so brauchen wir doch nur mal auf Mietpreise zu schauen für ansonsten gleiche Wohnungen oder gleiche Immobilien. Und natürlich, das wissen wir alle, und das ist hier in Berlin genauso wie anderswo, sind die Mietpreise in der Nähe eines Parkes mit geringer Distanz zu einem Park höher als die weiter weggelegenen Gebiete.
Das ist eine typische ökonomische Bewertungsmethode. Ich habe jetzt nicht über ökonomische Methoden gesprochen, aber die heißt auch Immobilienwertmethode, wo man über ökonomische Ansätze eine Hilfsgröße für einen Wert entwickelt und damit weiter argumentieren kann. Hier sieht man das nochmal. Also die Mieten sind wesentlich höher in direkter Entfernung zu diesem Park als größerer Entfernung. Das ist aus Berlin genommen. Ich weiß übrigens nicht, welcher Park das ist. Ob das der Tiergarten ist, das kann ich jetzt nicht. Friedrichshain kann ich jetzt sozusagen auch hier nicht gut erkennen, welche Straßen das sind, aber Sie sehen das. Okay, also ein Beispiel daraus. Lassen Sie mich noch ein weiteres Beispiel nennen, bevor ich sozusagen zu meinem letzten Punkt komme. Ich habe vorhin angedeutet, dass ökonomische Inwertsetzung heißt nicht ein Preisschild aufkleben. Man kann Werte unterschiedlich deutlich machen. Und hier ist ein sehr schönes Beispiel aus einem Kochbuch, wo Werte deutlich gemacht werden. Das heißt also, der herrliche Kräuten? Die herrliche Küche? Die Biodiversität auf der Tafel, muss es heißen. Das ist jetzt überschrieben, die Biodiversität auf der Tafel. Und hier haben wir ein Gericht. Das sind hier, weiß ich nicht, Austern in Weißweinsoße. Ne? Und angegeben ist hier bei jedem dieser Gerichte in diesem Kochbuch, wie viel Erden braucht es, wenn alle Menschen der Erde dieses Gericht essen würden. Und hier ist so ein Fuß abgedrückt. Wie groß ist der ökologische Fußabdruck bei diesem Gericht? Sehr interessante Art und Weise, um auf ökonomische Werte aufmerksam zu machen, ohne jetzt ein Preisschild zu benutzen. Ja. Ich habe vorhin bis jetzt von TEEP gesprochen, dieser Studie. Diese Studie haben wir am UFZ wissenschaftlich koordiniert. Und jetzt gibt es verschiedene Folgeaktivitäten weltweit. Es gibt beispielsweise bei den Vereinten Nationen den Versuch, unser volkswirtschaftliches Rechnungswesen zu überarbeiten. Nicht? Wir sind im Moment, das Bruttosozialprodukt wird darin erfasst, aber es wird nicht der Naturverbrauch erfasst. Also wenn wir ein Auto zu Schrott fahren und das geht in die Werkstatt und wird repariert, erhöht das unser Sozialprodukt, ja, weil die Werkstattkosten eingehen in unser Sozialprodukt, aber Zerstörung von Natur wird nicht erfasst. Es gibt verschiedene Folgeaktivitäten mit Blick auf die internationalen Verhandlungen. Und es gibt verschiedene Folgestudien in einzelnen Staaten. Es sind weltweit so etwa 10, 15 Staaten, die jetzt eine solche nationale TEEP-Studie durchführen. Und auch in Deutschland geschieht das jetzt in den nächsten 3,5 Jahren. Die Studie heißt Naturkapital Deutschland TEEP.de. Die koordinieren wir. Ich bin Studienleiter dieser Studie. Und auch hier sind es verschiedene Belege, die wir zusammentragen. Das ist eher auch wieder die Aufgabe des Jägers und Sammlers als die Aufgabe der direkten, selbstgetriebenen Forschung. Es ist Syntheseforschung, wenn Sie so wollen, die wir hier betreiben. Und wir versuchen also für Deutschland einen solchen Prozess auf den Weg zu bringen. Ich sage ganz bewusst, wir versuchen einen Prozess auf den Weg zu bringen, weil wir wollen die Community, die Wissenschaftler und die NGOs dabei einbeziehen. Das ist ganz zentral. Das bildet eine Community. Es ist unmöglich für eine Forschungseinrichtung alleine solche Informationen zusammenzubekommen. Es geht darum, ein Netz zu spannen, wo Leute zusammenkommen, wo Autoren gewonnen werden, wo Mitwirkende gewonnen werden, die das mittragen. Und das ist genau der Versuch, den wir hier starten, wie bei TEEP International. Ganz kurz, da wird es also mehrere Einzelstudien zu geben. Eine, die wird sich mit dem Zusammenhang von Ökosystemen und Klimawandel befassen. Eine Studie zu ländlichen Gebieten, naturnahen Landschaften. Es wird eine Studie geben zur Stadt, Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt. Also das, was hier im Wesentlichen heute die Überschrift war und ist. Und es gibt eine Synthesestudie. Es gibt dazu auch eine Einführungsstudie und eine Studie für die Wirtschaft, wo wir versuchen, mit bestimmten Wirtschaftsvertretern und einer Wirtschaftsinitiative, die schon vorhanden ist in Deutschland, den Zusammenhang von Biodiversität und Business zu verstärken. Ja, in Deutschland muss man, das ist meine letzte Folie, muss man darauf achten, wir fangen anders als bei der internationalen TEEP-Studie nicht bei Null an.
Ja, wir haben in vielen Bereichen ein reguliertes System von Schutzgebieten, von Vorschriften, und wir müssen schauen, wo ökonomische Argumente als Zusatzargumente für den Natur- und Umweltschutz genutzt werden können. Das heißt, wir müssen aufsatteln auf das bestehende System von Gebietszuweisungen und auch Instrumenten, das schon da ist. Und das ist etwas anders als bei der internationalen TEAP-Studie, wo beispielsweise bei den Korallenriffen oder bei bestimmten Ökosystemleistungen in einem ansonsten unreglementierten Raum, in einem unreglementierten Raum argumentiert wurde. Ja, meine Damen und Herren, das war mein Zugang zu diesem Thema, meine Anregung. Eigentlich war das, was als solche gedacht, mehr kann es auch nicht sein. Es gibt also auch eine ökonomische Perspektive auf das Thema, und die habe ich Ihnen mit TEAP nahebringen wollen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.